Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zurück in Stardew Valley. Wir haben ein bisschen was verdient. Wir können schon noch was ernten. Das ist Pepper. Hot Pepper. Kann das essen? Bringt nicht viel, ne? Verkaufen. Unser Problem ist, dass wir. Dass wir nichts zu essen haben. Gerade. Wir hätten natürlich die nehmen können, aber das ist. Das, wenn wir dann 13 Energie pro, da kann ich die verkaufen und mir dann davon vielleicht morgen wiederholen. Na? Und vielleicht jetzt zu sehen, dass ich irgendwie weiterkomme und noch das erledige. Vielleicht kriegen wir noch einen schönen Auftrag. Schauen wir mal. Auf jeden Fall müssen wir irgendwo uns Steine sammeln und dann ist ja eine Mine, ein Minengang oder vielleicht haben wir noch ein paar Steine. Aber vielleicht muss ich ja mal gucken, ob wir noch Steine haben, sodass wir uns einen neuen Zaun bauen können aus Steinen, denn das wird alles so nix. Sweet Pea. Immerhin verschenken, ne? Ja, hier ist eine super gute Idee. Super Idee. Bam, 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 bam. Da heute, was haben wir hier? Gas Birthday am 8. Marus Birthday am 10. Und am 11. ist Luau. Was auch immer Luau ist. Frage ist, kaufe ich jetzt noch was? Was zum Anpflanzen? Oder warte ich, dass ich 800 habe für die Hühner? Das ist immer schwer, schwer, schwer. Aber eigentlich müssen wir weiter anpflanzen. Tomato. 11 Tage, 12 Tage. Oh, 2, 3, 4. Ching. 1, 2, 3, 4. Ching. Blueberries, 13 Tage. Radish. So. Wieder das ganze Geld ausgegeben. Es nutzt ja nichts. Wo sind deine Shorts, mein Lieber? Da weiß ich nicht, ob die drin sind. Und deine Shorts. Achso, nee, meine ich gar nicht. Ah, thank you. This looks special. Du bist eh doof. Redest eh nicht mit mir, jedenfalls nicht anständig. Sind hier irgendwo Hosen? Wolle Hose kaufen? Hose. Sweet Pea. Eine Sweet Pea. Bam, badam, 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 bam, badam, bam. Bam, badam, 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 bam, badam, bam. Da kann ich nicht ran an die, ne? An die auch nicht. Ey, mir aus dem Weg! Gegangen. Oh, hallo. Wir testen ein paar Säure-Samples. Sei nicht schüchtern. Wir können eine Hand gebrauchen.
kommt jetzt. Nein, ich würde es aushelfen. Kein Problem. Vielleicht lohnt es sich ja. Oh, sie ist. Mau ist ein gutes Kind. Sie ist ein spezielles kleines Kind. Mädchen. Oh Gott. Oh. Ich würde nicht wollen, dass irgendjemand oder irgendwas in den Weg kommt, in ihre leuchtende Zukunft. You know what I mean? Anscheinend nicht. Und nun? Hey, sorry about that. I hope you want something to talk about while I was gone. Ich habe jemanden mit jemandem zum Reden gefunden, als du nicht da warst. Ja, durchaus. Ja. Am besten nichts sagen. Ist immer gut. Genau. Entschuldigung. Lass mich dir zeigen, wie man das Equipment nutzt. Kann ich das jetzt haben? Kann ich es nutzen? Was? Also, mir sagt, sie wird mir das zeigen. Was soll ich dir zeigen, wie man das Equipment nutzt? Und weg ist sie. Hä? Gegossen. Super. Ich bin verwirrt. Hat nicht so viel gemacht, aber ich komme voran. Ich komme so langsam voran. Bam, 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 bam. Ja, euer Haus ist so schön gelegen. Oh, es ist so toll. Wenn wir jetzt noch wüssten, wo die... Was ist denn gerade? Wo die Hose... Die Hose... Die Hose... Die Hose... Im Bürgermeister ist. Das wäre auch super. Was ist hier? Was Neues? Wo bin ich hier? Was ist hier los? Bart? 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 Männlein, Weiblein? Männlein? Oh, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, wir können uns hier... baden und unsere Energie steigt. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Seit wann ist das offen? Oder ist das nur im Sommer offen? Oder. Ich verstehe das nicht. Aber es war auch lange Zeit, war auch da. Der Zugang da war doch dicht, oder? Täusche ich mich da? Ist sie noch irgendwo hin? Trainieren! Trainieren! Du bist zu schwach, um das hochzuheben. Na, super. Badam, 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 badam. Nicht gießen. Hätte er seine Hose finden können? Hab ich gar nicht gesehen, ne? Da geht's nicht weiter. Auch wenn es so klingt.
mache ich denn hier? Bin ich hier? An der Bahnhaltestelle? Warum bin ich hier? Was kann ich hier machen? Nichts. Auch schön. Tut, tut. Also auf jeden Fall komme ich da ins Bad. Und kann mich endlich mal nach einem Monat auch wieder waschen. Aber ist gut zu wissen. Hast du eine Hose gesehen? Ist hier eine Hose drin? Hose? Nee. Da ist keine Hose an, ne? Mann, Mann, Mann. Junge. Das geht so nicht. Spiceberry. Was ist mit dir los? Abgeriebtes Zeug. So. Komme ich noch nicht weiter? Oh, ich. Jetzt will ich die Trauben, ne? von 1000 Slimes. Was ist denn hier, was hier rumliegt? Kann ich nicht aufheben. Liegt hier eine Hose? Keine Hose. Nur Schuhe. Oh, es ist schon so spät. Ich muss noch ein bisschen was anpflanzen. Und oh, ich kann jetzt nicht in die Mine. Ich kann jetzt nicht in die Mine. Aber wir haben jetzt. Gut, dass wir ein bisschen durch die Gegend gelaufen sind, dann wissen wir jetzt, dass wir uns da oben auch erholen können. Die vor allem gut, wenn man dann morgens schon mal so viel gegossen hat oder irgendwie schon mal geerntet hat, gepflanzt hat oder sonst irgendwas gemacht hat. Und dann, bevor man in die Mine geht, sich mal komplett erholen kann, ohne dass man irgendwie was verbrauchen muss. Und vielleicht kann man da zum Beispiel auch morgens ein bisschen Holz hacken oder so und danach einmal ins Bad gehen und danach dann weiterziehen. Und das meinte ich auch mit den Folgen, dass wir noch einen Tag machen, weil, wie man sieht, dadurch werden natürlich die Tage auch länger. Und das bedeutet, dass wir einfach viel mehr zu tun haben. Tomato und Melone und Melone. Noch ein bisschen Radieschen. So, out of water, fast jedenfalls. Glück, 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 Glück. Und das noch gießen, 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 gießen. Da bin ich nämlich noch 8 Minuten. 8 Minuten. Es ist erst 8.20 Uhr. Das heißt, ich nutze diese Zeit jetzt noch und werde ein bisschen abbauen. Ich kann hier ein bisschen was. Ching, ching, ching. Nichts bei rumgekommen oder was? Nichts. Können wir hier die Axt nutzen und einfach immer drauf. Hau! So, dann haben wir die nächsten Saps, die ja sogar ein bisschen Geld bringen. Also war, glaube ich, ein oder zwei pro, aber bei den Mengen, die wir da rausziehen. Aber wir sollen auch, wir uns auch ein paar Fackeln zum Beispiel machen. Kriegen wir, glaube ich, aus Holz und Saps kriegen wir, glaube ich, die Fackeln. Irgendwie so war das.
so rum. So, die nächste. Der nächste Baum. Die nächste Baum. Jo. Können wir vielleicht noch so auf 100 Holz jetzt an diesem Abend? Das ist natürlich super. Kommen nämlich den 400 sehr, sehr nah. Immer weiter. Auch wenn es schon spät wird, aber das muss jetzt so gehen. Diese einzelnen, wenn man einfach im Weg sind, den Baum auch noch weg und danach kriegen wir wohl noch einen hin. So, und den noch. Komm, einer geht noch. Getting late, ich weiß. Ich weiß, dass es schon spät ist. Das ist ja alles nur für einen guten Zweck. So, das bisschen was gefällt noch. Wir haben das Bad gefunden, wir haben noch Bäume gefällt, wir haben alles wirklich gemacht hier, das ist sehr schön. Über 200 Holz haben wir jetzt. Und Seps, und das, und das, das, und das. Trauben, Steine. Hat die nicht die Arbeitsmaterialien jetzt hier reingepackt? Oder hier rein? Nee. Da rein? Das war Seafood. Meine ich doch. Das Holz ja wohl auch da rein, ne? Da ist das mit dem. Mit der Ordnung schon dahin. So, hier kommen noch die Früchte rein. Und hier kommen die Spiceberry rein. Und dann wird es höchste Zeit, dass wir ins Bett kommen. Und dann. Er wollte Level 4 farmen. Oh. Können wir ein paar neue Sachen machen? Was es uns bringt. 200. Und dann würde ich sagen, das war das nächste Mal wieder. Es wieder heißt Stardew Valley. Also bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.